ich mit zwei Köpfen noch schneller denken könnte oder würde ich mich mit mir selbst streiten? Das ist ein cooler Gedanke. Ob man sich, weil wer es jetzt nicht gehört hat, der hat gerade gesagt, ob man mit zwei Köpfen schneller denken könnte oder ob man sich da nur gegenseitig, ob man sich da nur mit sich selbst streitet. Das ist ein cooler Gedanke, muss ich ja mal sagen. Oh, jetzt habe ich genug Bauzeilen. Okay. Baue ich hier mal die Stadt fertig. Wobei die wahrscheinlich sowieso erweitert werden muss, weil das nie im Leben für 1000 Genies reicht, hier das bisschen Stadt. Okay, schon wieder keine Bauzeilen mehr. Ja, das war ja klar. Aber dafür kann ich jetzt mal zwei Häuser aufsteigen lassen wieder. So, drei sogar. Super. Und schon sind wir bei minus 400 bloß noch bilanztechnisch. Das ist gut. Das sollte uns helfen. Aber wir brauchen unbedingt Bauzöllen. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt hier nochmal eine Bauzöllenrunde. Bestätigt. Und zwar für die andere Insel. Ach, du musst da noch weiter erkunden. Genau, da war ja was. Aber das mit dem Carbon, glaube ich, kann ich vergessen, oder? Die Folgen können wir noch gar nicht. Das kann ich, glaube ich, vergessen. Minus 380. Es wird langsam besser, auch wenn wir nur noch 15.000 haben. Das ist natürlich nicht so toll. Lieferung der bestellten Waren. So, und jetzt geht's zurück zu Janas Arche. Da müssen wir irgendwie diese 40 Tonnen Bauzeilen abholen und damit auf die U-Insel, damit wir gleich was bauen können. Du hast's geschafft, oder? Nicht übel. Ach, jetzt können wir Wetterkontrollstation bauen, theoretisch. Wenn wir das denn wollen würden. Das brauche ich jetzt 10 Tonnen Holz. Brauche ich doch gar nicht. Auch wenn ich damit Wetterkontrollstation bauen könnte, das weiß ich, will ich auch gar nicht eigentlich, weil ich hier sowieso nichts Landwirtschaftliches produziere. So. Alter, ich glaube, diese Kampagne könnte doch etwas dauern, für das, dass es nur 5 Missionen sind. Könnte es doch etwas länger werden hier. So, mal rüberladen und dann gleich mal bauen. Und zwar, ach, Carbon brauche ich auch noch. Stimmt, da war was. Gleich mal Carbon holen noch. Brauche ich ja Gott sei Dank nicht viel Carbon. Nehme ich mir jetzt mal das mit, was gerade da ist, wenn das Schiff noch kommt. Noch die 2 Tonnen mit und dann schauen wir mal. Mit 7 Tonnen können wir schon ein bisschen was anfangen bei den Produktionen, Gott sei Dank. So. And now, let's see. Was brauchen die denn? Wie viele Felder? 3 Bakterienkulturen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind. Ich kann es leider nicht sagen. Och, die sind ja gar nicht groß. Die sind ja putzig. Aber natürlich vom Format her ziemlich bescheuert. Aber das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Also Anno überrascht mich immer wieder, was die Detailtreue betrifft. Es scheint ja doch noch Programmierer zu geben, die hier mit Liebe zum Spiel programmieren und nicht nur mit Geld im Rücken. Oder mit Geld im, keine Ahnung was, im Kopf, sag ich mal. Das freut mich, weil es passiert ja leider viel zu oft heutzutage, dass einfach nur noch nach Geld programmiert wird und dass der Rest komplett ignoriert wird eigentlich. Hier, das sieht ein bisschen komisch aus. Was bewirtschaftet 5 Korallen? Oh, was zur Hölle, wie groß ist denn das? Ach, das ist nur so ein kleines Teil hier. Ah ja, das ist natürlich gut zu wissen. Aber ich bringe trotzdem keine 5 hin hier. Das sieht ja cool aus. Ich freue mich gerade voll. Das Addon ist cool, das gefällt mir. Hier hinten muss ich erweitern, hier habe ich Platz ohne Ende. Dann kann ich da was anfangen mit. So. Baue ich die Produktionen hier auf. Energieversorgung mangelhaft. Das war. Ach, das ist natürlich super platziert. Das kann auch hier so seitlich hin. Da spart es ein bisschen Platz. Und das mit der Energieversorgung ist natürlich auch toll. Müssen wir kurz mal schauen, ob ich mir das gerade leisten kann, so ein Kraftwerk. Ja, wunderbar. Geht. Geht, geht, geht alles. Brauche ich gleich nochmal einen zweiten hin. Am besten hier so gegenüber. Obwohl das wahrscheinlich jetzt ein bisschen knapp werden könnte. Mit dem Bauplatz. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt geht. Es sollte ein. Ja, es geht wunderbar. Da kann ich hier gleich mal. Oh Gott, ist das Ding riesig. Muss man das.
Wo muss man das errichten? Hier unten doch, oder? Ja. Brauche ich aber mehr Carbon für. Was ich mir gleich mal hole. Nur 3 Tonnen? Wo bleibt denn mein Schiff? Also das ist ja ein Skandal. Dass ich nur 5 Tonnen Carbon in dieser Zeit erreicht habe. So, und jetzt müsste ich eigentlich schon fast einen zweiten Marktplatz bauen hier. Also so ein Teil. Ihr wisst, was ich meine. Mache ich das gleich mal? Ja, eigentlich schon, oder? Muss ich ja. Ich schau mal kurz. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich. Hier muss ich hin. Denn dann kann ich hier schön bauen. So, mal wieder ein bisschen Boden. Nein! Ach du Scheiße! Ups! Das war nicht geplant. Ach du Scheiße. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Naja. Zu spät, würde ich sagen. So, jetzt sollte zumindest mal eine Produktion drin sein hier. Eine so eine Enzymproduktion, wie das auch immer heißt. Immunpräparathersteller, genau. Wo muss denn das hin? Nicht unter Wasser. Ach so. Okay. Entschuldigung. Das muss also dahin. Habe ich die Ressourcen natürlich wieder sinnlos. Ach egal. Hier rüber geliefert. Ach, das wird gerade abgefertigt. Okay. Dann kommt hier auf die Funktionsessenroute noch die Immunpräparat-Zeugs mit drauf hier. Nee. Entschuldigung. Krampf. Nicht die, sondern die Enzyme. Registriere Bedarf und die Korallen. Wie man aus Korallen Getränke machen kann, ist mir auch ein Rätsel. Und hier fehlt irgendwo Gemeinschaft. Hier hinten. Ach, natürlich. Entschuldigung. Habe ich vergessen. So, noch hier die Straßen durchziehen. Wunderbar. Ich hoffe mal, dass das hier passt. Ich glaube aber hier nicht. Hier wird es wahrscheinlich nicht passen. Deswegen kommt der Weg weg. Und hier muss jetzt erstmal die Stadt fertig werden. Jetzt ist sie aber auch fertig. So, wunderbar. Jetzt bräuchte ich nur noch Carbon. Ich war kurz ein bisschen weg, weil ich kurz, ja, wie gesagt, abwesend war. Jetzt bräuchte ich aber tatsächlich ein bisschen was an Rohstoffen. Und zwar Carbon und Geld. Auf jeden Fall auch. Wobei es mit dem Geld natürlich ein bisschen schwierig ist momentan. Die Immunpräparathersteller kommen jetzt mal hier hin. Die 2 Stück. Na, ich brauche nur noch 1 Tonne Carbon. Komm schon, Schiffchen. Ah, wunderbar. Energieversorgung mangelhaft. Das war ja wieder klar. Baue ich halt noch ein Kraftwerk. Ich habe ja kein, ich habe da ja kein Problem mit. So. Ich komme hier nicht rum. Scheiße! Verdammt! Es war nicht geplant. Ich wollte eigentlich hier rum. Es geht aber leider nicht. Deshalb muss ich das jetzt so bauen. Wo ist das Kraftwerk? Ja, hier. Ich habe nur noch einen Punkt gesucht, wo ich es kopieren kann. So, hier komme ich rum. Da kann ich hier hinten weiterbauen mit dem Industriegebiet. Und auch die ausbauen inzwischen mal. Hier den Kontor. Und wo ist noch so ein Teil? Hier hinten noch. So. Was wird hier eigentlich abgebaut? Eisen, oder? Ja. Aber ich habe keine Energie. Aber das sollte sich bald lösen, weil hier ja das Kraftwerk bald anläuft. Hoffe ich mal. Dann, die brauchen wahrscheinlich so, wieder so ewig viel Energie, oder? Minus 20? Ja, eindeutig. Aber ich brauche ja noch einen zweiten wahrscheinlich. Weil ich denke, dass die Produktion nicht für einen allein ausreichen wird. Oder dass die Produktion viel zu viel für einen so eine so eine Fabrik ist. Denke ich mal. Ich schaue jetzt mal kurz. Ja, das ist eindeutig zu viel, was geliefert wird. Also an Korallen zumindest. Jetzt haben die hier schon mal ihre Getränke voll, das ist gut. Und dann wird es langsam. Muss ich aber auch die Laboranten langsam, wirklich extrem
dringend aufsteigen lassen, weil ich leider kein Geld mehr habe. Ich brauche unbedingt Carbon. Hat das nicht einer im Angebot hier Carbon? Ja, der 40 Tonnen Carbon, das muss ich muss jetzt leider investieren, weil sonst gehe ich hier pleite. Zwar noch schneller als so. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten. Ich muss mich dann wieder organisatorisch. Ich bin jetzt wahrscheinlich gleich im Minus. Das heißt, ich sollte mich beeilen. Diese Stadt ist ein fabelhafter Ort für Wissenschaft und Forschung. Nobelpreis! Ich jetzt komme. Haben wir die. Noch zwei. Okay, die Bauzellen fehlen. Okay. Gut zu wissen. So, jetzt habe ich das. Jetzt bin ich aber gleich pleite. Das heißt, ihr Jungs müsst jetzt leider mal ein bisschen sparen. Die muss ich jetzt fertig einziehen lassen, hier die Forscher. Und dann kann ich die auch auf Gold setzen. Denn dann verdienen die auch nochmal richtig Gold mehr. Und dann mache ich auch, glaube ich, eine Aufnahmepause, wenn ich hier die Bilanz wieder... Ja, jetzt ist die Bilanz wieder gut im Plus, das ist super. Das wollte ich ja. Eigentlich kann ich die auf grün auf Aufsteigding lassen, weil die Forscher jetzt so übel viel verdienen, gerade durch die, da wir so viel aufsteigen lassen haben. Also das war mein Plan, ja. Dass ich hier die Forscher so schnell aufsteigen lasse, dass sie... Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für... Bei Option Atomkraftwerk. Pass auf. Oder Offshore-Windrad, aber Atomkraftwerk will ich gar nicht bauen, deswegen nehme ich lieber den Bauplan für das Offshore-Windrad. Da muss ich ja kurz mal für die Eden Initiative arbeiten. Muss ja auch mal sein. Weil ich die Offshore-Windräder eigentlich nützlicher finde. Warum haben die kein so ein Gefahrenpotenzial wie so ein Atomkraftwerk? So, sind die jetzt alle eingezogen inzwischen? Nein. Aber ich kann wieder eine aufsteigen lassen. Und damit verdient man natürlich noch mehr Geld. Gebäudeauswahl vergrößert. Und jetzt werden auch, denke ich mal, ja, jetzt ist Lifestyle freigeschaltet worden. Und zwar die Neuroimplantate. Wobei das, glaube ich, dieser... Ja, das ist ein bisschen umfangreicherer Bauplan, sage ich mal. Und hier haben wir dann das Geothermiekraftwerk übrigens. Wobei ich, glaube ich, auch keine Insel habe, die das nutzen könnte. Kann bei langer Laufzeit ein Tsunami auslösen. Ja, toll! Super! Ach, hier haben wir jetzt die, okay. Was brauche ich denn da alles Schönes? Mikrochips brauche ich. Ach, der kann aus einer versunkenen Schuttablagerung, kann der Elektro-Recycler Mikrochips produzieren. Das ist cool. Das ist cool. Und das bewirtschaftet 4 Schwammkolonien, macht Schwämme daraus und da kann man dann diese Neuroimplantate fertigen. Wunderbar. Aber da kommt doch irgend so eine übelst komplizierte Produktionskette auch normalerweise. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie die heißt, aber irgendeine kommt da, glaube ich, noch. Und jetzt sind wir bei plus 600 Bilanz. Wunderbar. Gerade noch mal so gerettet hier sozusagen. So. Jetzt mache ich das nochmal kurz fertig hier. Ich brauche hier unbedingt nochmal ein Forschungslabor. Am besten... nicht den Weg kopieren. Das Forschungslabor kopieren. Am besten hier hinten hineins. Das würde optimal versorgen hier eigentlich. Wenn ich das so hier baue, es würde klappen, oder? Oder direkt so. Es würde klappen. Ich spare mal kurz die 10 Tonnen Carbon noch zusammen. Damit wir hier mehr Forscher bekommen. Wir haben zwar jetzt über 1000 Einwohner, aber ich glaube nicht, dass das für 1000 Genies reicht. Das ist dann doch noch eine andere Hürde, die man nehmen muss. Wobei wir auch wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme ziemlich bald, wenn wir die andere Produktionskette aufbauen... Logisch, wenn Sie sich diese Aufgabe annehmen. Ach, dann machen wir zuerst diese... Dann lasse ich das nochmal... Erstmal die Taxen kurz suchen. Diese Stadt ist ein fabelhafter Ort für Wissenschaft und Forschung. 2, 3, 4... Wir brauchen mal 5, oder? Na? Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung... Oh, Seuchengefahr. Nicht gut. Das ist nicht gut. So. Hau ich die mal auch kurz hier unten rein. Die drei Teile. Kriminalität haben wir gar nicht mehr. Noch zumindest. Baumöglichkeiten erweitert. Was kann ich denn jetzt bauen? Ach, jetzt haben wir das Informationsbedürfnis oder was? Nö. Ist denn jetzt neu dazugekommen? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch eine Aufnahmepause, weil ich jetzt schon wieder eine Stunde aufnehme und schon wieder 4 Folgen habe aus dieser einen Mission hier.
Die dauert, wie gesagt, wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber ansonsten würde ich sagen, man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme in dieser Mission weiter. Und bis dahin, Servus.